Study ist weltweit einzigartig. Es ist eine vergleichende Laufstudie. Wir haben sie interdisziplinär und international aufgebaut. Heißt, wir haben ein Forscherteam aus verschiedenen Nationen, Österreich, Deutschland, Schweiz und Belgien. Und interdisziplinär bedeutet, wir forschen in verschiedenen Wissenschaftsgebieten, Medizin, Ernährungswissenschaften und Sportwissenschaften. Es gibt diese Fragestellung noch nicht, die wir untersuchen. Das heißt, wir untersuchen erstmals weltweit den Zusammenhang zwischen einer Ernährungsform und der Laufleistung im Marathon oder im Halbmarathon. Die Ernährungsformen, die wir untersuchen, sind Mischkost, vegetarische und rein pflanzliche Ernährung. Die meisten Menschen sind aufgewachsen, so wie auch ich, mit Mischkost. Man kennt die Mischkost in- und auswendig und daher hinterfragt man selten, ist das, was man kennt, auch wirklich gut, tut es mir gut. Ich forsche seit 10 Jahren in diesem Bereich und bin auf sehr viel Unsicherheit bei den Menschen gestoßen, die meinen Rat erfragen, auf sehr viel Halbwahrheiten und Unwissen. Im Ausdauersport ist grundsätzlich so, dass die Ernährung der leistungsbestimmende oder limitierende Faktor ist. Wenn ich ernährungstaktisch in einem Marathon zu spät, falsch, zu wenig, zu viel trinke oder esse, hat es direkte Auswirkungen auf meine Laufleistung. Die Ergebnisse der NOMI-Study, die interessieren mich insofern, als dass ich selber Vegetarier bin. Ich esse also kein Fleisch und muss eben deswegen schauen, dass ich diesen Bereich der Eiweiße auf einem anderen Weg zu mir führe, insbesondere bei der Belastung. Und deswegen würde ich schon ganz gerne wissen, was für Möglichkeiten habe ich dann eben noch als zusätzliche Ernährung. Was natürlich auch ganz wichtig ist, wie schnell erholt er sich, wie schnell regenerieren sich die Leute, wenn sie jetzt Eiweiß oder weniger Eiweiß oder vegane Produkte oder nicht vegane Produkte zu sich nehmen. Ich habe in letzter Zeit auch sehr viele Bücher gelesen von veganen Top-Sportlern und für mich klingt das sehr logisch. Also ich glaube, ich vermute, dass da auf jeden Fall ein großer Zusammenhang besteht. Es ist also für uns von großem Interesse herauszufinden, welche Ernährungsform aufgrund der bestehenden medizinischen Wissenschaftsliteratur zu den Ernährungsformen ist jetzt im Sport für den Athleten am besten geeignet, um seine Gesundheit optimal zu fördern, damit er sein Training, das er mit Leidenschaft durchzieht, um dann im Wettkampf erfolgreich zu sein, ihn am stärksten fördert in seiner Leistungsentwicklung. Wir haben in unserer täglichen Arbeit als Leistungsdiagnostiker natürlich zunächst mal mit allen Fragen zum Training und wie kann ich mich richtig belasten zu tun. Aber es geht natürlich auch häufig um die richtige Ernährung, ja? Und auch natürlich Ernährung im Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit. Und die Frage ist ja schon immer, gibt es bei vegetarischer oder veganer Ernährung irgendwelche Mangelzustände? Und da ist natürlich alles, was die Wissenschaft bringt, hochinteressant für uns, damit wir einfach auch jeden in seiner speziellen Ernährungsform auch kompetent beraten können. Und deswegen sind wir natürlich hochgespannt auf die Ergebnisse der NOMI-Study. Was die Versorgung mit bestimmten Nährstoffen betrifft, denke ich, können wir uns an dem orientieren, was wir aus Nicht-Laufstudien wissen, dass eben bei einer vegetarischen, veganen Ernährung viele Nährstoffe oft günstiger sind, es aber auch kritische Nährstoffe gibt, auf die man besonders achten muss. Und vielleicht unterscheiden sich aber die vegetarischen, veganen Sportler von den Nicht-Sportlern. Insofern ist auch das sehr offen und wird sehr interessant sein. Wir haben die Studie in 3 Phasen eingeteilt. Die Phase 1 ist eine epidemiologische Vorstudie, wo wir versuchen, die Zahlen von Vegetariern, Veganern und Mischköstlern, die man in der allgemeinen Gesellschaft abgebildet sieht, zu untersuchen, ob die auch im Starterfeld von Laufevents so abgebildet sind. Dann haben wir versucht, die NOMI-Hauptstudie in Phase 2 und 3 so zu konzipieren, zu Ernährungsverhalten, zu medizinischen Parametern, zu Gesundheitsstatus jetzt und zum eigenen Gesundheitsverhalten und ganz wichtig natürlich zum Laufverhalten und zum Trainingsverhalten. Am Ende gibt das NOMI-Team Empfehlungen für Laboruntersuchungen, für Leistungsdiagnostik am Laufband und für Blutuntersuchung, um zu garantieren, dass unsere Teilnehmer möglichst fit und auch leistungsfähig und speziell gesund an der Startlinie zu ihrem NOMI-Laufevent stehen. Das NOMI-Laufevent ist eben dann ein Halbmarathon oder ein Marathon, den sich die Teilnehmer aussuchen. Und zusammen mit der Wettkampfleistung im Halbmarathon oder im Marathon können wir dann sehr gute Rückschlüsse ziehen. Ich bin jetzt überwältigt von der Teilnahme. Wir haben jetzt im März
ein paar Tage nach Start der Phase 3 bereits über 2600 Teilnehmer. Großartige, leidenschaftliche Läufer, die sich in den Dienst dieser guten Sache stellen und Teil von dieser Bewegung sein wollen und Zukunft mitgestalten wollen. Und das macht mich sehr stolz und gibt mir Energie, hier weiterzumachen. Es hat eine Studie überhaupt noch nie gegeben und noch dazu in dieser Größenordnung. Also das Ziel wäre ja, die 10.000 zu erreichen. Und ich denke mal, bis zum 31.12. ist ja noch einiges an Zeit. Sport ist mein Leben. Ich laufe seit 30 Jahren. Ohne Sport kann ich nicht atmen und diese Leidenschaft lege ich in die NURMI-Studie. Ich kann euch versichern, ich gebe alles, mein Team gibt alles, um die Studie voranzubringen. Also bitte unterstützt uns, stärkt uns den Rücken, seid Teil der NURMI-Studie. Mit euch an unserer Seite können wir die Studie zu etwas ganz Großem werden lassen. Ich mache bei der NURMI-Study mit, weil mich die Ergebnisse interessieren und ich sie für mich verwerten möchte. Und je mehr mitmachen, desto besser. Also macht ihr auch mit. Seid mit dabei.